Das war mein Stuhl, sagt Hallo zu meinem Stuhl. Ich bin Banan. Ich bin nach fast 2 Monaten auch schon wieder von den Toten auferstanden. Erstens, es war Weihnachten. Zweitens, es war Neujahr. Drittens, es war mein Geburtstag, genau. Ich kann nicht mehr zählen, ich habe vergessen, wie man zählt. Ich habe die deutsche Sprache verlernt. Ich kann jetzt nur noch auf Griechisch kommunizieren. Ich kann kein Griechisch. Ich nehme das gerade im Stehen auf, ja. Also ihr müsst euch vorstellen, ich stehe hier mit meinem Mikro in der Hand. Es ist eigentlich ein Standmikro, ja, das steht eigentlich. Ich stehe mit meinem Mikro in der Hand so vor meinem Computer. Mein linker Fuß ist gerade richtig am Einschlafen. Ich habe Schmerzen. Aber ich nehme es jetzt auf, weil ich muss wieder ein Lebenszeichen von mir geben. Und was macht jeder schlaue Mensch als erstes Lebenszeichen? Er macht Werbung. Also mache ich Werbung. Hallo, du, bist du großer Fan von Bananen? Willst du coole Freunde finden? Willst du Kontakte knüpfen? Willst du deinen Horizont erweitern? Vermutlich hast du gerade Nein zu all dem gesagt, aber das ist mir egal, du joinst trotzdem meinen Server. Erstens einmal sehen wir uns doch die Eingangstür an namens Guten Morgen. Scrollen wir nun die Eingangstür herunter, bemerken wir, 80% dieser Bevölkerung sind Bots. Wir sind sehr einsam. Gehen wir nun zur Ausgangstür, sehen wir, nur Bots haben uns bis jetzt verlassen. Das liegt daran, dass wir so qualitativ hochwertig sind, dass du uns nicht verlassen möchtest, wenn du einmal hier bist. Gehen wir nun weiter, sehen wir den Über-Dich-Channel. Hier kannst du deinen Namen, deine Pronomen und so hineinschreiben. Hier stellen sich die ganz coolen Menschen vor und sagen, was los ist und so. Ja, das haben bis jetzt nur 2 Leute gemacht. Hier stehen die Regeln drin und Wissenswertes über den Server. Das ist der Ankündigungsteller. Hier kommen tolle Sachen rein, wie zum Beispiel Kartoffelstampfer und auch generell Ankündigungen über mich und mein tolles Leben und sowas wie frohes neues Jahr und so Zeug. Dann kommen wir hier zum langweiligsten Channel, den keiner braucht. Wer ist Banan? Erstens, es interessiert niemanden. Zweitens, Banan ist unwichtig und soll sich erschießen gehen. Drittens, es liest eh keiner. Dann haben wir Fragen. Solche Fragen hier. Du kannst hier mich ja alles fragen. Du kannst ja alles fragen zu mir, zum Server oder halt. Du kannst mich auch gerne fragen, ob ich deine Mathehausaufgaben machen kann. Ich werde es probieren, aber ich weiß nicht, ob was Gutes bei rauskommt. Dann haben wir den Chat, der ist auch selbsterklärend. Dann haben wir den Memes-Channel und der wird eigentlich nicht benutzt, der ist einfach nur da. Dann haben wir den Gaming-Channel. Hier kannst du über Games sprechen oder über dein Setup oder sonst was, aber der wird auch nicht benutzt. Falls du Musik magst, dann kannst du sie hier reinmachen. Ja, wir haben einen sehr interessanten Musikgeschmack. Falls du liest, dann kannst du hier deine Bücher hineinschreiben und dann werden andere sie lesen. Also wahrscheinlich nicht, aber mach's trotzdem. Bist du ein technologischer Mensch? Bist du up to date mit der heutzutageigen Technologie? Dann benutze KI und schreib mit KI-Bots, die nicht funktionieren, weil wir das nicht freigeschaltet haben. Bist du ein 5-Sterne-Koch? Nein. Kannst du kochen? Nein. Aber möchtest du trotzdem deine Rezepte hier hineinschreiben? Mach das gerne bitte in der Suppenküche. Brauchst du Therapie? Vielleicht nicht. Brauchst du Therapie, nachdem du hier warst? Auf jeden Fall. Also hier ist die Therapiestunde. Anfangs musste man hier ernsthafte Themen reinschreiben, aber das ist inzwischen auch anders. Also mach, was du willst. Dann haben wir den Debattensaal, falls es politisch wird. Hier kannst du deine unpopular opinions hereinschreiben und dann wird eine Diskussion daraus entstehen und du wirst vermutlich umgebracht wegen deiner verdrehten Meinungen, aber ja, es ist halt der Debattensaal. Schick Bilder, schick Videos. Hast du Work in Progress Dinge, dann schick sie hier hinein, aber der wird auch nicht benutzt, der Channel. Schick deine Kunst. Mach ein Face Reveal. Hast du einen Crush wie zum Beispiel Adriano Celentano, dann schreib ihn hier hinein und
Deine Freunde werden dich judgen. Bist du ein sozialer Mensch, dann geh in die Anrufcenter und schau dir unser Soundboard an. Möchtest du Werbung machen? Natürlich möchtest du das. Dann mach das bitte und sei ein Businessman. Hast du Geburtstag? Kannst du ihn hier eintragen? Und dann wirst du einen Geburtstagswunsch bekommen. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Bist du gerne tiefgründig? Dann schreib deine tiefgründigen Gedanken hier hinein. Tiefgründig ist bei uns alles, was nicht pädagogisch wertvoll ist. Irgendwie das Land oder einen Menschen im Leben voranbringt oder generell irgendwas leistet. Mach einfach, was du willst. Hast du Langeweile? Weißt du nicht, was du tun? Wieso ist hier Abend? Ich weiß gerade selber nicht, was das ist. Es tut mir leid. Dann haben wir die Botfabrik. Hier kannst du mit Bots irgendwas machen, zum Beispiel den Baum füttern. Hier hast du das Ranking, da kannst du sehen, welches Level du bist. Dein Level erhöht sich, wenn du aktiv bist und schreibst. Also haben wir hier alles ein relativ niedriges Level. Der Hochzeitsbot-Channel, da kannst du die Bots verwenden. Aber hauptsächlich den Andreas-Bot, der Hochzeitsbot, womit du deine Freunde heiraten kannst. Und ja, machst du gern Wahrheit oder Pflicht, dann mach das im Wahrheit oder Pflicht-Channel und beantworte Fragen, die du noch nie gehört hast. Willkommen in der letzten Ecke. Du siehst schon, hier gibt's eine große Auswahl an verschiedenen Dingen. Zum Beispiel den AfD-Hate-Channel, denn wir sind kultivierte Menschen und wir hassen die AfD. Dann gibt es den Deine-Mutter-Channel, der ist auch selbsterklärend. Dann haben wir den Polen-Channel für die Polen unter uns oder generell einfach die Menschen, die Polen mögen und dies gerne zeigen. Dann haben wir die Wodka-Ecke für die Russen unter uns oder für die Leute, die Wodka mögen und dies gerne zeigen. Dann haben wir die Balls-Ecke, wo wir einfach alle das Balls in den Mund reinspammen. Und dann haben wir den Celentano-Channel, der ist für den Celentano-Mittwoch, denn jeden Mittwoch machen wir einen Celentano-Mittwoch, wo wir Celentano-Bilder oder so hier reinschicken. Ich weiß nicht warum, aber ja, also wenn du ein großer Fan von Bananen bist, dann join in den Server. Irgendwo wird es schon einen Link zu geben, ansonsten denk dir den Link aus. Ich weiß es nicht.